Herzlich willkommen zu Holgi unterwegs. Ich bin in England. Diesmal nicht mit dem Campermobil, sondern mit dem Auto unterwegs. Und jeden Tag woanders, jeden Tag ein anderer Pub, in dem ich übernachte, meine Pub-Tour sozusagen. Und ich nehme euch mit und wir gucken uns mal so ein bisschen hier die Südküste von England an. Guten Morgen. Es ist Frühstückszeit in England und natürlich gibt es den Tee mit Milch. Trinke ich irgendwie auch gefühlt nur hier, aber es geht. Ja, ansonsten warte ich jetzt auf Frühstück. Bin sehr gespannt, wie das Full English Breakfast hier in diesem Pub aussehen wird. Ich zeig's euch. Die Bohnen müssen sein, Ei, Toast mit Butter, Tomate und natürlich ein bisschen Speck und Würstchen. Guten Appetit. Nach dem zweifellos schmackhaften Frühstück ging es dann Richtung Küste, nach Southampton. England unterwegs, dann auch Southampton und dann natürlich auch Titanic. Gibt hier im Seefahrtsmuseum tolle Ausstellung mit ganz viel Informationen und ja, über das Unglück der Titanic 1912. Das ist eine beeindruckende Ausstellung, zumal es halt eben nicht so auf diese Action-Nummer mit Leonardo und Kate geht, sondern klar, es ist der Fokus liegt auf Southampton, denn man glaubt ja irgendwie gar nicht, welche Auswirkungen der Untergang der Titanic auf diese Stadt auch hatte. Das ist zwar ein richtiges Trauma. Der Untergang der Titanic ist für Southampton das, was 9/11 für New York ist. So viele Menschen haben in der Stadt den Tod gefunden. Ganz viele Familien sind dadurch zerstört worden, zerrissen worden. Es gibt ein großes Bild auf dem Fußboden, wo markiert sind, an welchen Stellen die Menschen gewohnt haben, die auf der Titanic gearbeitet haben. Und es gibt im Grunde fast keine Straße in Southampton, wo nicht irgendjemand gelebt hat, der auf der Titanic gestorben ist. Also hoch beeindruckend, wenn ihr mal hier seid, gerne mal diese Ausstellung angucken. Das hinterlässt ein mulmiges Gefühl, definitiv.
natürlich spannend, in diese Pubs kommen ja nicht einfach nur Touristen und irgendwelche Gäste von außerhalb, sondern auch Leute aus dem Ort. Und die kommen einfach her, setzen sich abends hin, trinken ein Bier und gehen wieder. Gibt es in Deutschland auch, keine Frage, aber ich finde das trotzdem irgendwie total süß, weil man quatscht dann irgendwie und immer hat man irgendeine Geschichte zu erzählen. Ich finde das total schön, total cozy, gemütlich. Es ist Dienstag mittlerweile, dritte Nacht ist vorüber und ich freue mich, dass jetzt wieder die Sonne scheint, nachdem es gestern wirklich teilweise sturzbachähnliche Regengüsse gab. Und jedenfalls bin ich jetzt hier in Lulworth Castle. Gucke ich mir gleich mal genauer an, die Gegend ist schon mal sehr hübsch. Schreienden Krähenrahmen da hinten, ja, das hat schon wirklich was. Und ein bisschen durch die Gegend laufen tut auch mal ganz gut nach diesem ganzen Essen ständig. Und das ist ja so, Lulworth Castle. So gut erhalten das Schloss von außen aussieht, im Innern ist nach einem verheerenden, alles zerstörenden Feuer im Jahr 1929 nichts mehr von der ehemaligen Pracht übrig geblieben. Das ist ein beeindruckendes Castle, auch wenn es quasi nur noch eine Ruine ist und kein voll ausgestattetes Schloss mehr, ist das wirklich beeindruckend, nicht nur durch die Fotografien, die halt aus dem späten 19. Jahrhundert stammen und eindrücklich zeigen, wie dieses Schloss mal ausgesehen hat, bevor es dann 1929 in Flammen aufging. Also lohnt sich allemal, wer in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall herkommen und sich das angucken. Ich fand's gut. Wenn unterwegs im Süden Englands, natürlich die Jurassic Coast nicht vergessen. Durdledore bin ich jetzt hier gelandet, mit Blick aufs Meer, traumhaft. Und dann wird gleich ein bisschen weitergewandert über die Dünen, entlang der Strecke, immer am Meer entlang, mit Blick aufs Meer. Guckt euch das da mal an. Touristen überall. Und ich mittendrin. Aber ist schon beeindruckend. Schöne Gegend hier. Touristisch völlig überlaufen. Klar. Gerade bei dem Wetter natürlich. Aber schön. Ich gehe jetzt mal runter ans Wasser. Die Treppe hier hinunter. Also Fossilien habe ich hier an der Jurassic Coast jetzt nicht gefunden, aber ein Gesicht.
Bisschen traurig guckt er rein, aber ansonsten... Hallo, ich bin's, Mr. Stone. Ja Mensch, ich leg dich wieder hin. Ne? Kannst schön hier bleiben, ein bisschen aufs Meer gucken. Hat auch ein bisschen was von Wilson. Naja, tschüssi. Hier an der Küste Englands ist man auf Du und Du mit der Kuh. Alter Frumpel, mein Freund und Kumpel. Ach, vorhin standen sie unten am Gatter und da musste man sich sozusagen den Weg durch die kackenden Kühe bahnen. Aber jetzt stehen sie auf der Wiese, hauen sich den Bauch voll und kümmern sich einen Scheiß um die Touristen. Gut so. Für die vierte Nacht heute kein Pub, sondern ja, ich bin nach Weymouth gefahren. Das ist ein Küstenort und bin jetzt in so einem kleinen Räumchen, ja, also wirklich ganz übersichtlich alles. Aber Zimmer mit Ausblick. Ja, das ist jetzt der Nicht-Pub sozusagen, in dem wir wohnen. Da das Cavendish House ganz oben. Wo ist es zu sehen? Da das Fenster. Da bin ich untergebracht und ja, jetzt gucken wir hier mal ein bisschen am Strand rum. Und das ist wirklich eine richtige Esplanade, Promenade. Ja. Sensationell. Und vor allen Dingen auch richtiger Sandstrand. Strandsand. Wie heißt das? Strandsand. Nicht Sandstrand. Strandsand. Das ist, ja, ganz viele Hotels hier irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, im Sommer brennt hier die Hütte. Sogar kleine Achterbahnen und Karussells dahin. Was man halt so am Strand braucht, um Amüsement zu haben. So, inklusive Baywatch. Ja. Das ist ein schöner Strand hier. Wahrscheinlich im Sommer bumsvoll. Jetzt im Frühjahr, Anfang Mai. Also, die Engländer reden jetzt schon alle halt nackt hier rum. Ne? Das ist ja wirklich schon fast Sommer offensichtlich, keine Ahnung. Aber, ach komm, sogar Umkleidekabine, alles ist ja richtig, wie es sein muss. Wie im Film. Zum Abendessen bin ich jetzt im Marlborough Restaurant. Fish and Chips. Ich meine, hallo, ich bin in England, habe noch nicht einmal Fish and Chips gegessen. So, das ist ein sehr rustikales Lädchen hier. War also eigentlich to go, aber sie haben halt auch so einen Gastraum dabei. Und ja, große Karte mit allerhand Fischgedöns, aber auch Chicken dabei und Vegetarisches. Jede Menge Käse, jede Menge Zwiebeln. Bin ja mal gespannt. Hab mir jetzt natürlich ganz klassisch Fish and Chips bestellt. Und dazu ein kleines Bier. Und klein bedeutet tatsächlich in dem Fall mal klein, ne? Nicht übertreiben. Und ja, wir gucken mal, was passiert. Lecker! So, da ist er jetzt, der Kabeljau. Und die Pommes. Fish and Chips. Mit einer kleinen Salatbeilage. Hoffe, es schmeckt gut. Das war gut. Marlboro Restaurant oder was auch immer, Fish and Chips. Also wer in Weymouth ist, kann hier essen gehen. Das ist hier eigentlich eine ganz charmante Einkaufsstraße.
im Herzen von Weymouth. Erstaunlicherweise machen die Geschäfte aber alle um 16, 17 Uhr zu, haben um 10 aufgemacht. Also irgendwie 6 Stunden am Stück, das war's. Ja, offensichtlich lohnt sich's nicht. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Saison zu tun, das weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, die Stadt ist relativ voll, die Restaurants sind voll, der Strand war relativ gut besucht und trotzdem ist hier alles dicht, schon am Nachmittag. Das finde ich erstaunlich und ein bisschen schade, aber wahrscheinlich nicht anders zu machen und es wird Gründe dafür geben, warum es so ist, wie es ist. Einen sonnigen guten Morgen wünsche ich in Weymouth. Und der Strand wird schon wieder schick gemacht für den nächsten Strandtag. Schöne, saubere Linien gezogen und der Dreck rausgezogen. Auf der Weiterfahrt nach Exeter machten wir unter anderem Halt in West Bexington und Exmouth. Farmshop. Dass das hier quasi Karls Erlebnisdorf ist, war mir auch nicht klar. Riesending, ne? 1000 Sachen hier. Tesco, der große Konkurrent von Aldi hier in England, ein Riesensupermarkt. Gehen wir jetzt auch mal rein und gucken mal ein bisschen rum. Hat ein bisschen was von Walmart in Amerika, ein Riesending. Ganz viel Selbstbedienungskassen, bin ich ein großer Fan von. Das ist Kuchen. Selbe Küste. Ort, Exmouth. Und plötzlich ist das Wetter komplett anders. Ein plötzlicher Umschwung im Wetter. Super kühl geworden, waren vorhin fast 20 Grad, jetzt sind 13. Und vorhin, als ich hier durch die Straßen gefahren bin, waren plötzlich Nebelschwaden auf der Straße. So schnell kann es passieren. Richtiger Sandstrand hier auf einmal, nicht mehr die Kieselsteine von vorhin. Aber schön ist es trotzdem. Zweifellos. Leute, das ist echt frostig hier auf einmal. Aber schön ist die englische Küste, das kann man ganz klar sagen. Tolle Muscheln hier überall. Wenn man also auf sowas steht, dann sammelt man hier Muscheln ein. Und ja, aber
plötzlich ist der Wind da und es ist richtig kalt. Sage mal. Ja, dementsprechend leer ist ja auch der Strand. Ich bin der einzige Trottel, der hier rumläuft. Ja, und heute Abend wieder mal einen Pub gebucht, im Vorfeld schon. Das ist in der Nähe von Exeter. Wurde es auch gesprochen, ich hoffe. Und genau. Da werde ich dann die heutige Nacht verbringen. Und mittlerweile ist Mittwoch, das heißt, wir haben 5 Tage hinter uns fast. Und noch weitere 5 liegen vor mir. Und ja, so langsam wird es wahrscheinlich auch wieder Richtung Norden dann gehen. Wir auch noch nach Bristol und oder Bath irgendwie. Und von da dann möglicherweise über Oxford zurück nach London. Ja, das heißt, ich habe jetzt für diese relativ kurze Strecke 5 Tage gebraucht. Also brauche ich wahrscheinlich auch genauso viel wieder für die Strecke zurück. Aber man hat ja Zeit, man will ja auch ein paar Sachen sehen und nicht irgendwie permanent nur im Auto sitzen. Insofern ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da nur eine Stunde unterwegs ist und schon wieder anhält. Zu entdecken gibt es an jeder Ecke irgendwie was.